So, dann schauen wir mal. Na? Die nächste Tour steht nämlich auch an. Oder was heißt die nächste Tour? Die für morgen. Und, ja. Das freut mich mal. Was uns da heute noch so anspricht. Roto, hast du überhaupt weitergemacht dann im LS? Time 8 Uhr. Ja. So, da haben wir unsere 11 Stunden Pause gemacht. Am Tag. So, einmal hoch. Alles klar, ja gut, aber wie gesagt, ihr habt ja die Möglichkeit, wenn ich mal nicht am Stream bin oder so, dass ihr da auf dem Server auch weitermachen könnt. Na, also wie gesagt. So. Kurz von außen. Liftachse oben. Nein, ist sie nicht. Aber jetzt. So. Gut, dann können wir eigentlich schon loslegen. Ist es eigentlich von der Lautstärke her so okay? Lass ich gerade mal schnell nochmal gucken. Ja, manchmal ist das so eine komische Sache, wenn du dann, wenn du versuchst, was zu machen, da die Lautstärke nochmal rein im Stream mitzubekommen, dann habe ich nämlich direkt alles an den Ohren. Krieg's natürlich mit. So, auf jeden Fall zurück nach München. Freunde, was habe ich denn vergessen? Ganz klar, oder? Also, wenn ihr möchtet, habt ihr Möglichkeit jetzt mitzufahren. NTG und auch das Passwort ist klein NTG. Ne? Also, dann passt das. Wenn halt jemand gerne mit auf den Discord kommen möchte, seid ihr herzlich gerne eingeladen. Und Fanta hat sogar heute schon noch eine Tour um 12:16 Uhr abgeschlossen, meine ich. War schön. Das ist doch mal toll. Das freut mich. Das freut mich wirklich. So. Abfahrt. Für einen kleinen EP-Boost ist es natürlich richtig gut. Ah, Cola-Dosen, ja, auf jeden Fall. Gleich mal nochmal gleich gucken. Ach, ich mit meinem So, das ist ja sowas von, naja, echt nervig manchmal. Wir haben noch, ja, 1400 Liter im Tank, das muss passen. Das passt. Das ist gut. Es kann ja auch dann passieren, dass wir dann eine längere Tour mal fahren. Schauen wir mal, wie das ist.
Das war doch ein bisschen zu viel, wa? Wow. Es ist schon krass, ne? Es ist schon krass. Ich habe die Lautstärke nur auf 50%, weil ich das hier über die Ketchup-Karte laufen lasse. Aber das robbt hier echt das den Gras weg, ey. So. Weil man so kaum da machen. Da war bestimmt was Lustiges heute. Hoffen wir das halt. So, Tempomat rein. Und Abfahrt. Ja, da ja STS ja die Woche auch noch das, oder, ja, diese Woche, letzte Woche, wie auch immer, ich weiß gar nicht, hab mal ein bisschen die Bilder angeguckt, noch von diesem Westbalkan, was er Bilder, was die veröffentlicht haben, was ich sagen, eigentlich das auch sagen möchte, ist, ja, ich freue mich drauf, das heißt, es gibt richtig viel zu tun, derzeit dann, das kann dann auch sein, ja, es wird auch dann wieder vermehrt an ETS 2. Also eigentlich, wenn irgendwas Neues rauskommt, habe ich ja deswegen eigentlich gedacht, mach mal so täglich die Videos, na, was halt kommt. Vielleicht kommt ja noch was, noch was anderes dazu. Die LS-Videos zum Beispiel von der Community, weil auf meinem privaten Spielstand, was ich jetzt momentan so habe, gibt es nicht wirklich viel zu zeigen. Also einen kleinen Report könnte ich machen, aber ja, Ausrufezeichen Horn. Ich habe keine Fanfare, leider. Leider nicht. Sonst würde ich aufs Horn drauf drücken. So. Aber spätestens, wie gesagt, im Oktober werden wir uns dann eine Woche ETS 2 gönnen. Passt das ja auch. Das Schöne. Und ich muss auch gerade merken, mein Magen hat Hunger. Das heißt, wenn wir dann auf der Farm sind, werde ich dann nochmal alles verkösten. Klein Appel am Start. Dann schauen wir mal, was dann heute noch sich dann auch da noch Hüngerchen ankündigt. So. Dieselpreise muss man auch mal, müssen wir auch noch mal wieder aktualisieren. Oh, ich sehe da vorne schon wieder einen Unfall. Das riecht so danach. Das riecht danach. Ich weiß es. Oder doch nicht. Naja, weil ich habe nämlich eine Sache jetzt nochmal bei ETS umgestellt. Also ich bin jetzt auf einer... Boah, ich muss es euch kurz zeigen. Ach, jetzt, ja genau, bei einem Konvoi kann es ja nicht. Was ist denn die nächstgrößere Stufe von 1920 auf 1080? Irgendwas, also wie gesagt, ein bisschen bessere Qualität. Besseres. Ja. Weil mehr will ich bei OBS eigentlich nicht zumuten, dass er was macht. Aber wie gesagt, wenn jemand bei Nathalie im Streamchen ist, grüße gehen raus, meine Liebe. Hast du ja schon am vorbeigeschaut. Mache ich nämlich auch ab und zu mal auf andere Kanäle verweisen. Oder wie bei Keksi. Aber ja. So, was haben wir noch? 404, das passt.
Wir hatten ja gestern nochmal drüber gesprochen, dass ich bei Stream Elements, wenn ich immer dann den Stream zu Ende habe, dass so ein kleines Rollband durchläuft, ne? Neue Follower, also für den Support einfach zu bedanken. Ja, soll ich euch mal was sagen? Die Funktion haben sie rausgenommen. Ich weiß nicht, was das soll. Also, wir haben auch vorhin bei Lucy im Stream auch davon gehabt, was man so für gewisse Sachen braucht. Oder sagen wir mal, Browserquellen, Spiele zum Stream halt braucht. Ne? Wie gesagt, da muss man schon, wenn man sich sehr stark damit beschäftigen möchte oder tun wird, Erfahrung zu sammeln, was man halt so da nimmt. Ne? Ich meine, ich kann jetzt direkt während der Lauf, also mir war halt wichtig, während der Live-Aufnahme auch mal einen Shotcut aufzunehmen, da ich sagen kann, hey, pass auf, da ist es. Wir können direkt noch eine Ankündigung machen, poste man direkt dann raus. Und weil ich selbst möchte nicht immer so lange Beiträge schreiben. Ich meine, okay, wenn so eine kleine Umfrage ist, ist es toll, ja. Aber ich möchte auch, dass ihr da, ja. Es gibt viele, die lesen viel. Kurzer Moment, Frosch im Hals. Eieiei. Schwarzer Kaffee. Das passt. Oder ihr habt eine andere Möglichkeit sozusagen, dass mal für die Einstellung im OBS natürlich was anderes hat. Ich habe ja vorhin auch mal erwähnt, ne, wie gesagt, mit der Aufnahme, ich nehme alles im MKV auf, weil sollte mir, da muss ich auch Nilsson 1489 ganz klar sagen, wenn irgendwas kaputt geht oder ich benutze auch OBS Studio zum Remixen oder Remaxen, wie man immer das nennt. Das heißt quasi, OBS kann meine Aufnahme von MKV in MP4 quasi umwandeln. Es dauert nur so eine Zeit, so mache ich quasi meine Videos, ne? Aber es braucht halt so seine 10 Minuten. Diese 10 Minuten, ja, dass das umgewandelt wird, diese Mühe mache ich mir einfach. Und da sammle ich jetzt ein bisschen Erfahrung, ja, für ein paar Monate. Das heißt, live aufnehmen und das dann bei YouTube hochstellen. Und das möchte ich auch so bei der LS-Farm machen. So sind da halt dann, sind halt täglich Videos. Also, was ich heute aufnehme, erscheint dann morgen. Aber ihr habt halt so, ja, so kleine Real-Life-Stories mit drin. Ihr habt, ja, also versucht es schon kompakt bei 30 Minuten zu behalten, aber manchmal ist es einfach so, da kam es halt nicht, ne? Ein paar Themen spreche ich halt öfters an, weil es mir auch sehr wichtig ist. Zu einem, wenn ich sage, du bleibst da hinten. Jetzt sag mal, bist du eigentlich noch der Wahnsinn? Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Fanta, schönen guten Morgen. Fanta, bevor du, bleib mal noch da. Ich erkläre gleich noch was. Was ich noch dazu sagen wollte, ist einfach, check mal Facebook ab bei mir. Twitter, jetzt heißt es ja X, also. Und auf jeden Fall mal meine Website, falls ihr gerne der Community beitreten wollt, ne? Ausrufezeichen DC. Da nehme ich auch gerne mit hinzu. Es sind nämlich zwei neue Reiter gekommen. Einmal Relive-Bild, ne? Da kann man auch ein bisschen was drüber schwätzen. Und ja, einfach ein bisschen auszutauschen. Das ist halt so, was mir sehr wichtig ist. Fanta, schön, dass du da bist. Es gibt Mega-Update von Sengoku Dynasty. Ich hoffe, Manu hat nachher noch Zeit, wenn er Lust hat, dass wir heute Abend noch mal eine Runde zusammen zocken können. Weil ich befürchte nämlich, dass ich nämlich auch noch mal neu anfangen muss.
Ich hoffe, dass es klappt. Ja, ich denke mal, da hat sich wieder was verändert. Ne? Also ich muss mal den Patch nochmal durchlesen. Das werden wir auch im Stream machen. Also wie gesagt, ich freue mich, ich bin auch froh, dass da jetzt endlich mal ein Update kam, weil es wir hängen wieder bei das Spezialgedöns da wieder rum. So. Bin ich einfach mal gespannt, was das sich so ergibt. Ach ja. Und ja. Fanta, hast du mit Pavel heute Morgen nochmal geschrieben, was bei ihm im Stream passiert ist, warum er so früh ausgemacht hatte oder was da war oder whatever? Ah, okay. Ja gut, ich dachte ja nur, dass da ja was wäre. So. Wie viel haben wir noch? Ah oh, ja. Da könnt ihr einen da drauf ein bisschen aufhalten, ne? Der Fahrer da. Der liebevolle. Oh, noch ein Rover, ja. Oh ja. Das wird was. So, da sind wir schon an Nürnberg gleich vorbei, ne? Ist ja hier diese komische Auffahrt da rechts. Aber passt ja schon. Oh, der steht ja mal günstig. Wenn du von hier vorbeigeschossen kommst. Ach ja. Schöne Entspannung. Hallo Fanta Oscar. Wenigstens haben wir jetzt gute Musik am Start. So, um 15 Uhr muss ich aber nochmal runter ans Postfach gehen. Also wie gesagt, Hallo Freundin von Sascha. naja. Muss ich nochmal kurz nach der Post gucken. Fanta, was machst du denn wieder Schönes? Bist du im Garten unterwegs oder wie gestern? Ach, ich bin neidisch, ey, dass du einen geilen Garten hast, ey. Mann, Mann, Mann. Könntest du gerade eigenes Gemüse aufbauen? Naja.
Aber heute wird's auch interessant, meine Lieben. Ja, das habe ich gesehen, Fanta. Das habe ich gesehen, dass du in ETS gefahren bist. Ich fahre zwar heute nur eine Leerfahrt, aber ja. Morgen können wir dann ruhig mal eine längere fahren. Also wenn du morgen früh Lust hast, morgen früh. Ich meine, wenn du um die Zeit dann da bist und du hast Lust, mal einen Konvoi zusammenzufahren, können wir das gerne mal machen. Weil ich würde gerne mal die Funktion ausprobieren bei Truckers Book, ne? Lass mal einen Konvoi ankündigen, ne? Weil ich fand es auch sehr angenehm, also wo wir auch Ding gezockt haben. Wie heißt Sengoku Dynasty? Muss man halt mal gucken. Kann man im Hintergrund auch noch ein bisschen Rammstein laufen lassen. Benzin. Ich glaube, das hat Rammstein nicht gesungen, aber irgendein. Ja. Ist wieder schwarzer Kaffee heute. Ich habe nichts anderes getrunken heute Morgen, nur schwarzer Kaffee. Ach, da läuft der ETS heute schon besser. Viel besser, wie ich es finde. Oh, bleib drüben, ich hab schon geblinkt. Bleib drüben. Ah, sowas mache ich normalerweise auch nicht ungern. Sehr gerne, aber. So. Wir fahren geradeaus weiter. Perfekt, da brauche ich nichts zu machen. So. Das ist schön. So. Aber, liebe Zuschauer, wisst ihr, auf was ich mich heute auch noch, also auf diese Woche auch noch sehr freue? Auf den 9.9., auf das schöne Community-Rennen mit Huma. Ich bin ja immer noch mit dem V12 da unterwegs, den Aston Martin. Und wir werden am Donnerstag da nochmal ein Stündchen, ein, zwei Stündchen reinsetzen. Für ein bisschen zu trainieren. Aber ich werde dann nicht bei mir auf dem, nicht bei mir auf dem Discord sein, sondern ich werde dann bei Huma auf dem Discord sein. Deswegen, wir werden zwar dann schon streamen, aber ich will halt vorher noch, wenn ich mich stumm mache, die Leute fragen, ob es für die okay ist, ne? Weil ich muss schon Rücksicht nehmen, wenn es heißt, dann halt nicht, dann ja, werde ich den Discord halt muten. So, lieber Roto, du sagst, Kaffee mit Soja-Kakao ist auch lecker. Ja, wenn wir schon bei Kaffee sehen, ich habe den auch schon mal mit Sojamilch getrunken. Also, wie gesagt, ich trinke gerne Filterkaffee. Habe aber auch gerne bei Mörser, dass ich mir meine Bohnen selber mahlen kann und möchte halt mir so eine kleine Ockerkännchen holen. Ist noch einer hinter uns? Nee, ne? So, da haben wir es gepackt. Wir werden jetzt aber nicht rechts abbiegen. Wir fahren nämlich dann geradeaus weiter. Fahren dann einfach mal zu uns aufs Grundstück. Sag mal, Leute, habe ich da gerade. Haben wir das nicht gerade schon mal gehört? Hessen-Santa, schönen guten Morgen. Ja, Mahlzeit wohl eher schon. Schön, dass du da bist. Meine Lieben, lasst mich mal kurz noch die Playliste da mal kurz ändern.
Das ist ja heute, Machen wir 60er mal rein. ja. Schön, dass du da bist. Lang her, ne? Jetzt Pause ist vorbei. Jetzt können wir richtig durchstarten. Das heißt, wir sind auch schon in der Aufnahme für morgen drin, ne? Da ist schon wieder so ein Bartalot unterwegs. Der war ein klasse Clown zu sein, ne? Extra für meine Freundin jetzt. Ärgster mit der ein bisschen Schorki. Die lacht sich immer kaputt, wenn ich das mache. Ach, ey. Ja. Hessen-Zander, wenn du morgen Lust hast, Konvoi. Wir wollen so um die Uhrzeit, möchten wir morgen NTG einen kleinen Konvoi machen. Möchte es nämlich mal von Truckersburg gerne mal ausprobieren, wenn es da funktioniert. Also jetzt dann, liebe Zuschauer, die auch wo das Video dann morgen dann auch sehen, ne? Das wird auch wieder um 10 veröffentlicht. Oder es wurde dann bis dahin um 10 veröffentlicht. Geil, wenn man immer so dran denken muss, was man dann sagen will. Schatz, du bist eine Knallerbse, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Oh ja, was mache ich denn gerade? Ich fahre eigentlich in die komplett falsche Richtung. Ich bin ja so lost. Ja, ich bin eine Knallerbse, aber wisst ihr, diese Emojis, wenn sie da die Sprache sagt, vor Lachen auf den Bo Boden werfen, vor Lachen auf den Boden werfen, das ist so ein Aufruf vielleicht für die Zuschauer, wenn man dann sagt, ja, ich schmeiß mich dann auf den Boden und lach mich dann weg, oder wie? Dankeschön. Ich meine, ich könnte ja mal versuchen, mich vor lachend auf den Boden zu werfen. Aber ich glaube, da wird's rumsen. Da wird der Nachbar sich auch denken: Ey, Alter, was geht mit dir da oben ab? Naja. Oh Mann, ey, ihr seid die Härte. Ihr seid die Härte. So. Das heißt vor Lachen auf dem Boden wälzen. So, da haben wir es gepackt. Sehr schön. Dann sind wir auch wieder in Stuttgart angekommen. Können wir da nämlich für den Tag auch mal den Truck da mal stehen lassen.